Das Wetter in Vorarlberg. Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 13. April. Heute freue ich mich auf meine Gäste, unter anderem die beiden Kultmoderatoren von Antenne Vorarlberg, Sandra und Feiti, die später bei uns im Studio zu Gast sind. Und zudem werden wir live nach Bregenz schalten, wo heute das Handball-Länderspiel zwischen Österreich und Island stattfindet. Doch wir wollen mit einem anderen Thema und einem anderen Gast beginnen und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Geschäftsführer Jürgen Sutterlütti von Sutterlütti hier beim Vorarlberg Live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Gerade noch das Mikro. Herr Sutterlütti, Sie wurden ja mit dem VN Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Also heuer ist im Prinzip ein ganz besonderes Jahr. Sutterlütti ist die beliebteste Marke in Vorarlberg. Sie sind Unternehmer des Jahres, wurden mit dem großen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet, feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Kann dieses Jahr überhaupt noch besonderer werden? Naja, wie hat man mir schon gesagt, du bist heuer richtig der Glückspilz. Und ich nehme das auch dankbar an. Ja, ich meine aber, man muss schon versuchen, am Boden zu bleiben, denn das, was ich hier stellvertretend entgegennehmen durfte, war schon eine Leistung eines herausragenden Teams, vom Führungskreis bis hin zu den Hunderten von Teammitgliedern in unseren Märkten. Mhm. Es war die Leistung von außerordentlich tollen regionalen Partnern, die mit uns über Jahrzehnte etwas aufgebaut haben, das uns heute so ausmacht, wie wir sind. Und es ist natürlich auch die Leistung von vielen Stakeholdern. Da gehört auch VOL dazu, da gehört das Medienhaus dazu, da gehören viele Gemeinden dazu. Das ist insgesamt die Summe einer Leistung von sehr, sehr vielen Austauschpartnern. Und ich sehe mich stellvertretend als jener, der das in Empfang nehmen durfte und bin sehr dankbar darüber. Jetzt habe ich nachgelesen, Sie wollten eigentlich Zoologe und Verhaltensforscher in der Serengeti werden. Heute sind Sie jetzt erfolgreicher Kaufmann. Was haben Sie denn von Ihrem Kindheitstraum auf dem Weg zum Unternehmertum mitgenommen? Ja, eigentlich war dieser Kindheitstraum schon mal sehr stark verankert, weil wir landwirtschaftlich aufgewachsen sind. Ich war praktisch jeden Tag im Stall und hatte eine tolle Beziehung zu unserem damaligen Stallleiter und habe natürlich mitbekommen, was es heißt, Tierbeziehung und Landwirtschaft zu betreiben. Und je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich natürlich dann auch von diesem Ursprung weggekommen, aber die Wurzeln habe ich nie ganz verlassen. Ich habe dann mich sehr viel mit Papageien auseinandergesetzt, bin gereist. Der Gurdzsimek mit Serengeti darf nicht sterben, hat mich sehr geprägt. Und ich muss ehrlich gestehen, das habe ich zu Hause nie gesagt, ich bin während dem Studium sehr oft in die Biologie- und Zoologie-Vorlesungen gegangen, weil mich das einfach interessiert hat. Und später, als es dann in Richtung betriebswirtschaftliche Ausbildung ging, habe ich eigentlich gespürt, mit dem Thema Regionalität und mit dem, was unseren Ursprung ausmacht und mit dem, was ich mir so vorstelle, wie man das vielleicht als regionalen Kontext in Vorarlberg entwickeln könnte, da habe ich doch eigentlich einen Vorteil, weil das, was mich leidenschaftlich prägt und mich auch treibt, ist ein Thema, das ich vielleicht auch wirtschaftlich übersetzen kann und wo ich wahrscheinlich auch in Vorarlberg einen guten Nährboden finden könnte. Und den habe ich wohlweislich gefunden, denn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind sehr, sehr treue Anhänger von regionalen Produkten. Und so hat eigentlich das eine das andere ergeben. Und ich bin sehr stolz, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen darf und ich mache es auch mit großer Freude. Sie haben auch gesagt, dass als Sie das Geschäft übernommen haben 1991 und es auch neu ausrichten wollten und weiterentwickeln wollten, dass das auch nicht ganz ohne Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Vater gelungen ist. Wie würde er denn heute auf das Unternehmen blicken? Ja, einerseits muss man sagen, dass mein Vater durch seine Geschichte sehr stark geprägt war. Er hat ums Überleben gekämpft.
Und wenn man das weiß, und das habe ich auch erst viel später erfahren, dann hat man ein anderes Verständnis, was einem als Kind geprägt hat und wie man sich dann auch später orientiert. Und deshalb war er sicherlich unter Anführungszeichen ein harter Knochen mit sich selbst, aber auch mit seinem Umfeld. Und ich durfte neben ihm eigentlich sehr früh lernen, was es heißt, sich im wirtschaftlichen Leben durchzusetzen. Denn ohne starke Argumente und Leistung ging das nicht bei ihm. Das hat mich wahrscheinlich schon geprägt. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er stolz darauf wäre. Es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Mein Vater ist 2001 gestorben. Und seit er aus dem operativen Geschäft heraus ist, sind das jetzt 30 Jahre. Also da hat sich so viel verändert in unserer Branche. Aber ich bin überzeugt davon, dass er mir die Energie gibt, dass er mich unterstützt, aber aus einem anderen Raum. In diesem Sinne meine ich schon, dass er stolz darauf wäre. Sind Sie ein spiritueller Mensch, wenn Sie sagen, dass Sie glauben, er unterstützt Sie aus einem anderen Raum? Ich meditiere jeden Morgen. Sutter Lütti ist ein Synonym für Regionalität und Nachhaltigkeit hier im Land. Wie weit kann man das noch ausbauen und wie weit kann man damit gehen? Es gibt einfach Dinge, die wachsen bei uns hier nicht, die lassen sich hier nicht produzieren. Aber wie weit kann man im Sinne von Regionalität und Nachhaltigkeit noch einen Schritt weitergehen? Einerseits, indem wir unsere Partner anregen, gemeinsam in neue Produktsegmente vorzustoßen, wo man vielleicht bis jetzt noch nicht geglaubt hat, dass es gut geht. Ich sehe hier ein Projekt wie das Dinkelprojekt mit Bertram Martin. Vor 10 Jahren hätte man gesagt, ihr seid verrückt. Heute sind das nahezu 200 Hektar. Und wir können wieder Dinkelbrot produzieren, Dinkelpasta produzieren und vieles mehr. Darüber hinaus war das klassische Huhn auch mal ein Thema, wo man sich nicht vorstellen konnte. Mit dem Wälderhändler haben wir halt ein sensationelles Qualitätsprodukt. So gibt es noch mehrere Beispiele. Ich denke auch an Ingo Metzler. Wer hätte mal gedacht, dass man wunderbare Kosmetik hier produzieren kann und das im Bregenzer Wald. Also es braucht im Endeffekt Visionäre und solche, die den Mut haben, die Themen anzugehen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass sich in den Produktsegmenten noch einiges Neues entwickeln lässt. Der zweite Punkt, und der ist mein großes Anliegen, wir reden in Österreich immer sehr stark von Österreich, aber wir im Vorarlberg, hier im Ländle, sind vor dem Arlberg, vor Arlberg. Das heißt, wir sind natürlich begrenzt, was die Landschaftsstruktur betrifft. Und es ist ein weiter Weg bis nach Oberösterreich oder Niederösterreich. Und die Bevölkerung wird in der nationalen Werbung durch AMA und Co. extrem stark geprägt, ausschließlich auf Österreichisch zu schauen. Das ist so gesehen für Vorarlberg ein Nachteil. Ich meine, wir sollten versuchen, unseren regionalen Raum als Wirtschaftsraum um den Bodensee herum zu betrachten. Denn ein Biorind aus dem Allgäu ist doch nicht schlechter wie eines aus der Steiermark oder aus Salzburg. Und wenn ich die vielen bäuerlichen, qualitativ hochwertigen Betriebe hier im Bodenseeraum mir anschaue, da hätten wir viele Partner, mit denen wir viel näher und viel mehr auf Augenhöhe im Austausch eigentlich den Raum prägen könnten, diesen Wirtschaftsraum zu entwickeln und nicht zwanghaft große Entfernungen in Kauf nehmen müssen, um 700 oder 800 Kilometer entfernt Produkte oder Futtermittel oder Ähnliches hierher nach Vorarlberg zu karren. Das ist ein Thema, da müssen wir noch intensive Vorleistung angehen, die Menschen aufklären und auch versuchen, entsprechende Programme zu entwickeln. Aber das wäre mir ein großes Anliegen. Also mehr das Europa der Regionen mehr ins Zentrum stellen. In dem Fall. Exakt, das Europa der Regionen und den Bodenseeraum auch als Region zu betrachten. Und ein Beispiel haben wir, wo das schon sehr erfolgreich läuft. Wir haben ja exklusiv die gesamte Produktpalette der Insel Reichenau. Das wird von den Kunden extrem gerne angenommen und ist ein erfolgreiches Projekt und das wollen wir ausbauen. Wie sehen Sie, viele Menschen wollen jetzt zum Beispiel auf die Avocado nicht verzichten oder auf die Banane. Jetzt gibt es ja auch hier in Österreich, habe ich jetzt so unlängst gehört, schon Projekte, wo man versucht, diese Produkte auch hier zu etablieren, entweder in Häusern, in Wachshäusern, also
Prinzip, wie sehen Sie das, dass man versucht, hier Avocados nachzuproduzieren? Ja, in Island geht das gut. Island hat eine 100% Versorgung von Bananen, weil sie heißes Wasser im Boden haben und Dampf und somit ihre Glashäuser klimaneutral beheizen können. In Vorarlberg sehe ich das jetzt noch nicht, denn die Energie, die wir dafür brauchen, die ist schon enorm. So gesehen, glaube ich, ist das ein Thema, das wird schon noch eine Zeit lang benötigen, bis wir soweit sind. Und Avocado ist überhaupt schon ein Thema, wahnsinnig beliebt, starkes Wachstum, aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten alleine schon vom Wasserverbrauch her schon ein bisschen ein Problemprodukt. Aber wir sind nicht der Anwalt der Kunden, sondern schlussendlich sind wir dafür da, den Kunden die Wünsche zu erfüllen und dort möglichst zu versuchen, den nachhaltigsten Aspekt einzugehen, den wir eingehen können. Und ich bin überzeugt, mit der Technologie wird vielleicht auch in absehbarer Zeit in diesem Bereich was möglich sein. Was uns Corona und auch der Krieg in Ukraine nun gezeigt haben, ist, dass viele Menschen Angst haben, dass die Versorgung nicht funktioniert oder nicht ausreichend ist. Es ist auch bei uns zu Hamsterkäufen gekommen. Hat sich das selbst verwundert, wie schnell und sehr nervös die Menschen und Kunden geworden sind? Eigentlich hat es mich nicht verwundert, denn wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Ich glaube, da bin ich hier am richtigen Ort. Und wir müssen halt schon manchmal auch versuchen, was die Information betrifft, etwas bedachter zu sein. Die Menschen zu verunsichern, finde ich kritisch. Da muss man versuchen, die Sachlichkeit walten zu lassen. Ich kann nur so viel sagen, ich habe mir bei Lebensmitteln überhaupt keine Gedanken gemacht bis jetzt. Und ich mache mir null Sorgen, dass wir ein Versorgungsproblem, was die Kohlenhydrate betrifft oder die Proteine betrifft. Wir sind so gut aufgestellt, dass ganz sicher niemand hungern muss. Aber das eine oder andere Produkt gibt es halt manchmal nicht. Und wenn man jetzt in die Regale schaut, dann haben wir manchmal halt Ausverkäufe bei Produkten, wie wir das früher nicht hatten. Aber meistens liegt es nicht am klassischen Inhalt des Lebensmittels, sondern es liegt an der Verpackung. Es liegt an der Verpackungsverordnung. Wenn Sie Sonnenblumenöl als Inhaltsstoff haben, um beim Elfer Pommes frites in der Fritteuse zu machen und Sie kriegen kein Sonnenblumenöl mehr, weil es ausverkauft ist und Sie wollen ein Maiskeimöl verwenden, dann dürfen Sie das nicht, weil zuerst eine Verordnung umgeschrieben werden muss, damit die Kennzeichnungsverordnung wieder passt. Also der Hund steckt hier im Detail, er steckt sehr stark in Prozessen, in Strukturen, in Systemen und die Kunden können das oft nicht nachvollziehen. Aber die Versorgung mit Lebensmitteln ist überhaupt nicht gefährdet. Die Vielfalt vielleicht ein bisschen, aber da muss man sich keine Sorgen machen. Ich mache mir viel mehr Sorgen mit technischen Produkten. Da haben wir schon teilweise ziemliche Probleme, diese derzeit in absehbaren Zeiteinheiten ins Land zu bekommen. Also Rationierungen sind bei Sotolütte aktuell noch kein Thema. In Deutschland, auch bei Rewe zum Beispiel in Deutschland, werden ja schon diverse Produkte rationiert. Eben auch das angesprochene Sonnenblumenöl gibt es in bestimmten Regalen, dass man sagt, okay, man darf nicht mehr als 10 Liter mitnehmen zum Beispiel. Das ist bei Ihnen noch kein Thema. Das ist bei uns noch kein Thema und auch in Deutschland ist das teilweise hausgemacht. Denn es gibt inzwischen einen sehr harten Kampf in den Konzernzentralen, in den Einkaufsabteilungen mit der Industrie. Der Handel argumentiert natürlich, dass die Industrie extrem hohe Renditen hat. Die Markenartikelindustrie, die Global Champions, die mit hohen Renditen jetzt noch mit hohen Preiserhöhungen kommen und die großen Handelskonzerne halten dagegen und sagen, das tun die nicht. Das geht so weit, dass teilweise Lieferstopps erfolgen und der Handel sagt, wir stellen unsere Regale nicht zur Verfügung. Da wird natürlich mit allen Methoden gearbeitet und dann gibt es auch manchmal da gewisse Ausverkaufssituationen, wo dann gleich argumentiert wird, es gibt die Ware nicht. Aber im Endeffekt steckt dahinter die große Sorge, vor allem beim Handel, dass die Preiserhöhungen Dimensionen annehmen, die wir nicht für gut erachten. Und wir sind so gesehen schon ein bisschen der Robin Hood für die Kunden, denn der Handel hat ein sehr gutes Naheverhältnis zu den Kunden. Wir sind ja direkt am Point of Sale. Wir wissen, wie die Kunden reagieren. Und diese starke Erhöhung von Preisen, wie sie derzeit teilweise eingefordert werden, meinen wir,
von Heindels Seite sollten in etwa sachter abgehen. Das hat ja auch Rewe-Chef Lionel Souquet gemeint, dass sich manche internationale Lebensmittelkonzerne da versuchen, jetzt extra Gewinne einzufahren und vor allem auch die Industrie sich es sehr leicht macht und sagt, zum Lebensmittelhändler wie Ihnen zum Beispiel, Sie können einfach die Preiserhöhung weitergeben, 1:1, und wenn es 10% sind, sind es halt 10%. Ja, Lionel Souquet ist der Chef eines riesigen Handelskonzerns, der zwei größten in Europa mit über 80 Milliarden. Und er hat viele tausend Einzelhändler in seinem Portfolio. Und er hat natürlich eigene Abteilungen, die ausschließlich sich mit der Rendite von Industriekonzernen auseinandersetzen. Mhm. Und wenn die spüren, dass seitens der Austauschpartner versucht wird, die Profits zu erhöhen, dann setzt der Handel klaren Riegel dagegen. Mhm. Das war immer schon so und das wird auch so bleiben. Sie haben bei der Veranstaltung vorhin Top 100, wo Sie einen Preis auch verliehen bekommen, gesagt, wir müssen wieder, also Lebensmittel und deren Preis müssen wir wieder mehr wertschätzen und auch den Preis des Lebensmittels wissen. Ist das auch etwas, das wir unseren Kindern noch viel mehr vermitteln müssen und auch schon in der Schule und in Kindergärten zum Beispiel ansetzen müssen, was Lebensmittel, was da wirklich dahinter steckt und was die wert sind? Also gefühlt, ich habe auch kleinere Kinder, ich habe schon den Eindruck, dass da was passiert, aber muss das auch im Bildungsbereich viel stärker thematisiert werden? Es ist nicht üblich, dass der Interviewte eine Gegenfrage stellt, aber was glauben Sie, wie viel Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in Vorarlberg wird für Güter des täglichen Bedarfs oder für Nearfood, also das, was man im Supermarkt kaufen kann, wie viel dafür wird ausgegeben, was glauben Sie? Ich würde jetzt normalerweise, sag mal, Drittel zum irgendwelche Kredite zurückzahlen, dann bleiben noch 70% offen, also werden es 50 sein. Insgesamt vom gesamten Haushaltseinkommen in Vorarlberg werden 12% für den täglichen Bedarf ausgegeben. Im Jahre 1970 waren das 36%. Das heißt, es ist nur noch ein Drittel. Und man spricht immer von zu teuren Preisen. Es hat sich das Ausgabeverhalten verändert. 1970 gab es das Internet nicht in dieser Form, die Kommunikation nicht, das Mobilephone nicht. Es gab keine Mobilität in dieser Form, es gab keine Gesundheitsorientierung in dieser Form, es gab nicht so starkes Ausgabeverhalten mit Wohnen und. Dass hier so oft auf das Lebensmittel abgezielt wird, was in meinen Augen auch die Arbeiterkammer völlig falsch macht. Denn im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir eine Versorgungsstruktur brauchen. Und gerade jetzt in der Krise müssen wir eigentlich alles daran setzen, dass wir möglichst starke autonome Versorgungsstrukturen haben. Aber das mit dem Weltmarkt in den Preisvergleich zu setzen, ist dramatisch. Wir brauchen eine Versorgungsstruktur mit guten Lebensmitteln in unserem Lebensraum. Und dieser Lebensraum ist nicht in der Lage, 1:1 den Weltmarktpreis abzubilden. Aber wenn wir 2-3% beim Ausgabeverhalten insgesamt höher liegen, aber dann die Sicherheit haben, vor Ort die Beschäftigung zu haben, nachhaltig zu produzieren und ein gutes Lebensmittel der Bevölkerung anzubieten, dann wiegt dieser Wert weitaus höher, wie wenn wir jetzt von einem Ausgabeverhalten von 12% auf 10% zurückfallen würden. Mhm. Also da müssen wir natürlich schon mal die Strukturen im Dorf lassen und uns mal den Gesamtkontext betrachten. Und ich meine, der regionale Raum, die Förderung des regionalen Raumes und die Qualitätserhaltung des regionalen Raumes ist im Zusammenhang mit Lebensmitteln ein extrem wichtiges Thema, das nicht ausschließlich über den Preis abgebildet werden kann. Mhm. Und jene Kunden, die die Regionalität fördern, die sind eigentlich Förderer des regionalen Raumes und der Selbstversorgung. Mhm. Jetzt werden viele Menschen sagen, naja, ich kann mir bestimmte Produkte nicht leisten oder kann oder will man sich nicht leisten. Früher war es ganz normal, dass man auch sehr saisonal gegessen hat. Jetzt, wie wir vorher angesprochen haben, die Banane oder die Avocado, man will diverse Dinge das ganze Jahr. Ist das auch ein gesamtgesellschaftliches Problem grundsätzlich, dass wir einfach mittlerweile so in diese Richtung tendiert sind, alles verfügbar zu jeder Zeit und wir wollen auch alles konsumieren und lieber nehme ich dann mal das Billige, anstatt irgendwas Regionales, wo einen anderen Wert hat. Ich kenne eine Studie aus Europa, die ist jetzt ein paar Jahre her. Da wurden Sinusmilieus eingeteilt und es wurden Haushalte herangezogen, das waren, glaube ich, 2.000 oder 3.000 in Europa, die unterschiedliche Orientierung haben. Also vom wirklich
Hardliner, Veganisten, Vegetarier, bis hin zu den Gesundheitsapostel, bis hin zum klassischen Durchschnittshaushalt, bis hin zu jenen, die gerne im Luxus leben oder auch dem klassischen Durchschnittshaushalt. Was herausgekommen ist, war für mich damals eindrücklich. Eigentlich diejenigen, die an einer guten, gesunden Ernährungsorientierung festhalten, die haben den günstigsten Einkaufskorb gehabt. Die haben zwar wahnsinnig gute biologische Produkte gekauft, aber nicht jeden Tag. Die haben im Endeffekt eine Vielfalt am Küchentisch gehabt, aber es war keine einseitige Struktur. Die haben nicht so stark auf Aktionen geschaut, die haben halt nicht die Chips dazu gekauft und die Schokotafeln, sondern die haben halt, wenn sie was gekauft haben, haben sie es bewusst gekauft und hochwertig. Das waren diejenigen, die den günstigsten Gesamthaushalt hatten. Mhm. Also heute das abzubilden, ist, glaube ich, schwierig. Im Endeffekt ist jemand, der wirklich budgetär unter Druck ist, heute in der Lage, praktisch in jedem Supermarkt den günstigsten Einstandspreis zu bekommen, weil das alle anbieten. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber in Vorarlberg, Sie expandieren fleißig, die Märkte werden zum Teil saniert oder erhalten ein Facelift. Soll es eigentlich ja im Ländle bleiben oder wenn Sie auch vom Europa der Regionen sprechen, schielen Sie auch vielleicht sogar mal über die Landesgrenzen? Nein, tun wir nicht. Der Vorarlberger Raum ist unser Raum. Da sind wir aufgewachsen, hier leben wir, hier zahlen wir unsere Steuern, hier sind die Kunden, die wir kennen und hier sind die Partner, die wir kennen. Und wenn Sie sich die Branche anschauen, ich habe im Jahre 1990 in etwa 40 Unternehmer, Unternehmerinnen gekannt, die waren damals in etwa so groß wie Sutterlütti. Mhm. Von denen gibt es niemand mehr. Wir sind der Letzte, der in dieser Branche, in dieser Form noch regional tätig ist. Und wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Es ist uns aber auch bewusst, dass es zu einem großen Teil der Vorarlberger Bevölkerung zu bedanken ist, die sehr großen Wert auf regionale Produkte und auf qualitätsvolle Ernährung legt. Mhm. Und dieses Asset, das wir haben, aufs Risiko zu setzen und in andere Märkte zu gehen, die alle verteilt sind, wo wenige große Konzerne in allen Ländern in Europa, die drei großen, den Markt vollkommen beherrschen, als Sutterlütti zu glauben, wir können dort nochmal die Wahrheit finden. Diese Strategie kann ich nicht nachvollziehen und zumindest in meiner Ära werde ich diesen Schritt nicht unternehmen, weil ich sehe den als zu risikoreich. Wenn Sie gerade sagen, in Ihrer Ära, im Juni werden Sie 58, also es ist noch ein bisschen bis zur Pension. Aber jetzt weiß man so Übergangsprozesse, die dauern immer Jahre. Und wie planen Sie eigentlich die nächsten Jahre für Sutterlütti und vielleicht sogar auch die Zeit nach Ihnen? Ja, bei uns gibt es schon ein Next Generation Projekt seit 3 Jahren mit meinen Kids. Und ich bin sehr froh, dass es einen Nachfolger gibt, der nächstes Jahr startet, der Florian. Der war jetzt 15 Jahre praktisch im Ausland, hat sich seine Spuren in allen möglichen Ländern verdient, hat viel internationale Erfahrung gesammelt. Und ich bin sehr dankbar, dass er den Weg zurück nach Vorarlberg findet. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind das am Vorbereiten. Wir legen die Strukturen dafür. Wir lassen uns auch begleiten in diesem Prozess. Und im kommenden Jänner wird er bei uns einsteigen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Jürgen Sutterlütti, recht herzliche Gratulation nochmals zur Auszeichnung oder zu den mehreren Auszeichnungen. Wünschen Ihnen ein wundervolles Jubiläumsjahr und vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir werden jetzt nach Bregenz schalten. Dort wird heute das Länderspiel zwischen Österreich und Island, beziehungsweise das WM-Playoff-Länderspiel, angepfiffen um 18 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Patrick Völser, Sportdirektor des österreichischen Handballbundes, begrüßen darf. Ich hoffe, Sie können mich hören. Wir können Sie noch nicht hören. Ich glaube, das ist noch auf Mute. Jetzt hören wir Sie. Jetzt super. Perfekt. Ja. Herr Völser, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, hier kurz vor dem Spiel. Wissen schon, die Stimmung in der Halle, füllt sie sich schon langsam? Wir sehen hinten die Ränge langsam etwas. Ja, langsam. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben noch 40 Minuten bis zum Spiel, aber
man merkt, es drängen schon Leute in die Halle und die Halle wird schon voll ausverkauft sein heute und es wird ein schöner Rahmen für das Spiel heute. Mhm. Es wird das zweite Spiel jetzt in Bregenz sein. Hat es sich gelohnt, wieder mal Vorarlberg als Spielort für Länderspiel sich dafür zu entscheiden? Ja, absolut. Also wir haben hier immer gute Bedingungen. Der Bregenzer Verein unterstützt uns sehr, sehr gut. Viele Ehrenamtliche arbeiten mit, dass alles perfekt läuft. Und wir fühlen uns wohl, die Mannschaft fühlt sich wohl und wir spielen immer vom vollen Haus hier und das macht der Mannschaft Spaß und den Zuschauern glaube ich auch. Wenn Sie die Ehrenamtlichen ansprechen, das sind ja über 60 im Einsatz, sieht man, dass den Menschen Handball besonders wichtig ist, auch hier im Vorarlberg, in der Region Vorarlberg und auch sehr ans Herz gewachsen ist, dass man sich da gerne die Zeit nimmt für das österreichische Nationalteam. Ja, also das Gefühl kriegen wir, wenn wir hierher kommen, sind sehr viele Leute sehr bemüht, dass es uns gut geht und die Halle wird 1A vorbereitet, also wir brauchen nur Fragen und alles wird erledigt und ja, wir fühlen uns wohl. Ich glaube, wir versuchen mit guten Leistungen was zurückzugeben und hoffen, dass wir heute ein schönes Spiel zeigen können. Mhm. Heute geht es ja gegen Island. Das ist ja ein sehr starker Gegner. Die haben schon bei der EM gegen Frankreich und Kroatien aufgezeigt. Wie stark muss man die Isländer, sind sie aus Ihrer Sicht auch unter den Top 5 aktuell? Ja, also Island ist eine Top 5 Nation momentan. Sie haben den sehr knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Da bin ich, glaube ich, nur ein Tor gefehlt, dass sie in die Halbfinalspiele kommen. Sie sind eine Top-Nation. Sie sind auch die klaren Favoriten heute, so ehrlich muss man sein. Aber wir wollen ihnen Paroli bieten und wenn wir die Chance kriegen, dann wollen wir zugreifen. Aber wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir auch gut Handball spielen können und einen heißen Beitrag bieten heute. Mhm. Das Spiel gegen Island heute, Sie selbst waren ja auch 218 Mal, haben Sie das österreichische Nationaltrikot übergezogen, waren auch viele Jahre in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Sind das heute so die Spiele, so ein WM-Playoff-Spiel gegen Island, auf das man sich als Spieler besonders freut und das Kribbeln richtig kommt? Ja, natürlich, das sind Highlight-Spiele, da freut sich jeder drauf. Wir haben ja selber einige Spieler in der Bundesliga, die kennen sich auch untereinander mit den isländischen Spielern und ja, es ist einfach, gegen eine Top-Nation spielt man natürlich gern, man misst sich gern mit den Besten. Und ich glaube, genau das wird es halt geben. Und wir wollen zeigen, dass wir auch gut Handball spielen können und dass wir ihr Tempo mitgehen können und dass wir sie aufhalten können in ihren Spielformen, weil sie natürlich schon herausragende Einzelspieler in ihre Reihen haben. Mhm. Teamchef Alex Pajovic hat ja schon gemeint, dass sehr viel von der Defensivleistung heute abhängen wird. Jetzt mal grundsätzlich, was das Team selbst betrifft, kann er aus dem Vollen schöpfen? Gegen Estland hat er zum Beispiel Boris Zivkovic gefällt. Ja, Boris ist wieder dabei. Leider hat sich gestern im Abschlusstraining noch Lukas Herburger verletzt, der eigentlich auch Vorarlberger ist. Der hat ja Schaffhauser spielt, der hat sich eine Bauchmuskelzerrung, wir sind auch medizinisch am Abklären, aber der hat sehr große Schmerzen und kann heute nicht eingesetzt werden. Den müssen wir vorgeben, aber sonst sind alle Spieler, die Bayer einberufen hat, sind spielbereit und freundlich auf die Partie heute. Mhm. Mit Robert Weber ist ja auch ein sehr bekannter Vorarlberger im Team dabei. Wie wichtig sind so erfahrene Spieler wie Weber oder Zivkovic, wenn es gegen Teams wie Island geht? Ja, ich glaube, speziell Robert Weber hat natürlich schon unfassbar viele Spiele, hat schon über 200 Länderspiele für Österreich gemacht. Spielt schon seit 18 Jahren in diesem Team. Der bringt natürlich Erfahrung mit, hat internationale Klasse. Und kann sicher da auch ein bisschen der Ruhepol in dem Ganzen sein. Aber heute brauchen wir nicht nur Ruhe, sondern heute müssen wir einfach sehr aggressiv und mit sehr viel Leidenschaft spielen, um den Isländern da die Parole bieten zu können. Mhm. Aber auch Boris ist natürlich wieder wichtig, dass er zurück ist. Er war letztes Mal nicht dabei, weil er schöne Dinge hatte, weil er ein Kind bekommen hat und dann natürlich bei seiner Familie sein wollte, was er vollständig klar ist. Aber er ist wieder dabei und vor allem von ihm hoffen wir auch natürlich gleich, bevor er sich rückkommt. Mhm. Wo es ganz sicher nicht ruhig sein wird, wird in der Halle sein. Also Sie haben schon gesagt, sie wird vermutlich ausverkauft sein. Welche Rolle wird denn oder kann das Publikum spielen heute? Ja, eine sehr große. Also ich glaube, jeder Spieler spielt gern vor Zuschauern. Wir haben lange Jahre jetzt oder 2 Jahre lang fast auf Zuschauer verzichten müssen. Es war gegen Estland schon eine ganz tolle Stimmung und ich glaube, dass bis heute noch eine Stufe höher wird und das wünscht die Spieler und jeder freut sich darauf, vor so vielen Leuten zu spielen. Mhm. Eine letzte Frage noch zur Qualifikation. Egal, ob man jetzt übersteht oder diese gegen den sehr starken Gegner Island oder auch nicht. Was ist denn mittelfristig bzw. langfristig das Ziel des ÖHB? Heißt es in Zukunft wieder, wollen wir uns regelmäßig für große Events qualifizieren? Ja, natürlich. An dem hat sich nichts geändert. Wir waren jetzt 5 Jahre hintereinander bei allen Großereignissen dabei.
noch die längste Serie im österreichischen Handball, was wir noch nie hatten. Jetzt haben wir natürlich eine Husarenaufgabe, aber auch das Spiel schenken wir noch nicht her oder diese zwei Spiele, sondern wir wollen alles reinhauen und wenn man die Chance bringt, sagen wir zu, aber natürlich ist der Verband ausgerichtet, zuerst einmal immer sich regelmäßig zu qualifizieren, das sind immer unsere Ziele und dann bei Europameisterschaften natürlich auch immer wieder einen Entwicklungsschritt nach vorne zu machen. Das an einer Platzierung festzumachen ist immer ganz schwierig, weil die Handballwelt dreht sich natürlich relativ schnell. Aber wir wollen einfach immer im Konzert der Großen dabei sein und zeigen, dass Österreich eine gute Handballnation ist. Was kann man da von den Isländern lernen, die ja zu den Top-Nationen gehören und eine vergleichsweise kleine Insel sind? Ja, es ist, ich sage immer, es ist ein Wikinger-Volk. Sie haben eine unglaubliche Leidenschaft. Sie bringen immer wieder unglaublich gute Spieler heraus, auch in der Breite. Sie haben sehr, sehr viele Legionäre im Ausland, haben in der Liga fast keine Legionäre, spielen viel mit eigenen Spielern und das ist natürlich etwas, wo die Spieler sich entwickeln und auch diesen großen Traum haben, von der Insel wegzukommen und eben im Ausland Handball zu spielen. Und natürlich ist Island ein kleines Land, aber einfach ein Handball mit Handballtradition geprägtes Land, das jedes Jahr einfach immer wieder Top-Spieler hat. Und momentan haben sie eine Mannschaft, die wirklich wieder ganz, ganz oben angreifen kann. Mhm. Patrick Völser, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, hier kurz vor dem Spiel für Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und wir drücken auch hier im Studio die Daumen. Das ist wichtig, vielen Dank. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt nochmals das Thema. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich die beiden Kultmoderatoren von der Antenne Vorarlberg, ganz liebe Kollegen hier im Studio vom Vorarlberg Live begrüßen darf. Hallo Marc, schön, dass wir bei dir sie dürfen. Danke. Hi. Danke für die Einladung, Marc. Jetzt muss ich zuerst den Veit natürlich fragen, du als Sportskanone bist auch ein Handballfan? Absolut, absolut. Also Handball spielt natürlich bei uns im Ländle eine große Rolle und wenn es ausgeht, gehen natürlich nach Hart und Bregenz regelmäßig zuschauen, klar. Sehr schön. Jetzt am Samstag ist es ja wieder soweit. Da wird der ganz große Antenne Osterhit-Marathon bei euch über die Bühne gehen. Jawohl. Sandra, für die, die was jetzt noch nicht kennen, ja. Antenne Osterhit-Marathon, um was genau geht's da? Also das ist einfach das größte interaktive Radiospektakel des Jahres. Unser Team und wir bereiten uns schon seit Wochen auf diesen Tag vor, oder eigentlich auf das ganze Wochenende. Und kurz und kompakt zusammengefasst, wir sind zu viert, also der Feiti, Kollegin Nina Früh, Isabella Karneval und ich, sind in Zweierteams 60 Stunden nonstop abwechselnd auf Sendung. Das heißt, wir schlafen da, wir essen da, wir duschen sogar dort da und alles, um einfach ein super Programm zu Ostern für unsere Hörer zu bieten. Im Fokus steht natürlich die Musik. Da haben wir jetzt die letzten Wochen die Lieblingssongs unserer Hörer gesammelt. Insgesamt 777 an der Zahl. Die spielen wir im Rückwärts-Countdown. Und es wird auch ganz, ganz, ganz viel Action auf alle zukommen. Vor allem auf uns im Studio. Mhm. Wir müssen uns nämlich immer unbekannten Challenges stellen. Mhm. Wir wissen heute noch nicht, was da alles auf uns zukommt. Sandra, ich bin ja froh, dass Sie jetzt schon im Studio sind. Normalerweise würden Sie natürlich schon schlafen, weil wir müssen natürlich immer sehr, sehr, sehr viel aufstehen. Wie machst du das mit deinem Biorhythmus, das jetzt bestehst und dann da 60 Stunden durch? Ansonsten immer sehr, sehr früh schon bei der Antenne. Also ich und der Veit, unsere Schicht startet am Samstag um 6. Das ist genau unsere Zeit. Und dann haben wir von 6 bis 14 Uhr Dienst und nachher 8 Stunden Pause, wobei das nie Pause ist, weil man kann es natürlich auch besuchen, da kommen Leute, ich und us bei uns und wir freuen uns über jeden Support. Und dann geht es in die Nachtschicht und die wird richtig heftig, von 22 bis 6 Uhr morgens. Das heißt, wir sind einfach mal über 24 Stunden wach und es wird die Hölle für mich. Ich sag's jetzt schon, wie es ist. Aber wer die Sandra kennt, weiß, du bist ja eine Energy-Drink-Liebhaberin und ich glaube, so schaffst du es zumindest in der Früh immer, dass du munter und fit bist und so bleibst du fit 24 Stunden. Ich bin überzeugt. Mhm. Feiti, ihr Mann, das ist jetzt schon zum vierten Mal. Welche Songs, glaubst du, sind dieses Jahr besonders im Rennen? Das ist natürlich die große Frage. Sandra hat es eh schon gesagt, 777 sind es an der Zahl. Es gibt jetzt die Songs für euch schon zum Nachschauen von der 777 bis zur 51. Die letzten 50 Plätze, die sind ja bis zum Schluss streng geheim. Du meinst jetzt, Marc, wer die Nummer 1 wird? Oder wen würdest du sagen? Also ganz ehrlich, es gibt eine neue deutsche Band, Glockenbach mit Brooklyn. Also die gehen richtig ab und die werden zum Finale am Ostermontag kurz vor 18 Uhr schon sehr geil. Also wäre einer meiner großen Wünsche, oder?
Jason Derulo, Acapulco, auch ein super Song. Man muss es so sagen, es ist alles möglich. Also man kann, da kommt zwischendrin mal Helene Fischer vor, dann spielen wir mal David Hasselhoff, dann kommt, keine Ahnung, Coolio. Also unsere Hörer haben sich jetzt einfach wirklich 777 ihrer absoluten Lieblingssongs gewünscht, egal welche Genres, egal welche Bands, also da ist alles mit dabei. Jetzt muss ich uns verraten, gibt es wieder interne Wette zwischen euch, wer wo ich Song da schlussendlich. Also es wird schon wirklich gemunkelt und ich meine, interne Wette selber haben wir jetzt keine, aber jeder hat seine Tipps sozusagen schon abgeben. Aber es wird nicht langweilig, wenn du Wetten ansprichst, du weißt, oder vielleicht hat sich so ein bisschen umgesprochen, wir foppen uns gerne mal gegenseitig. Also es ist kein Geheimnis und es sind wirklich sehr coole Aktionen geplant. Wie gesagt, welche Challenges auf uns zukommen, erfahren wir kurz vor knapp vor der Sendung. Aber für unsere Schichten haben wir uns natürlich auch noch Special-Sachen überlegt, zum Beispiel in unserer Nachtschicht. Da machen wir etwas, was es so im Ländle eigentlich noch nie gegeben hat. Samstagabend. Und zwar 10 Fragen an ganz bestimmte Menschen. Unter anderem haben wir eingeladen einen Privatdetektiv, einen Bestatter auch. Und da wird wirklich unzensiert über alles geredet. Und ich denke, da wird es ein oder andere. Und so. Gar nicht. Oh, also, das war 20 Uhr, kannst du eigentlich ausmachen, oder? Alle Fragen, die jemandem auf der Seele blühen, wie sagt man da? Brennen, genau. Einfach an uns stellen oder anrufen. Wir nehmen ja auch die Hörer live bei uns auf Seele. Es ist an diesem Wochenende alles möglich. Und rund um die Uhr stehen die Türen bei uns offen. Also, die Gäste können vorbeikommen, können sich das alles anschauen. Und wir freuen uns natürlich. Aber die Tochter muss im Bett schlafen. Die darf in dem Fall nicht zuhören, oder? Dort nicht. Nein, dort ist sie hoffentlich tief und fest am Schlaf. Aber auch sie kommt vorbei. Sie feiert nämlich am Sonntag Geburtstag an Ostern. Und dann werden wir da auch ein bisschen feiern. Also, es ist alles möglich bei uns, wirklich. Also, und, Entschuldige, mag ich gerade noch eines der Highlights, was wir uns ja auch für die Nacht aufbehalten haben. Für euch den Antenne Vorarlberg Beichtstuhl. Also da könnt ihr beichten, was ihr wollt. Sandra und ich werden dann vergeben und wir sind gespannt, was da dann in der Samstagnacht alles für Beichten kommt. Das war letztes Jahr der Renner. Wer sucht denn die Challenges für euch aus? Also es ist so, wir haben natürlich ein Team. Wir haben unsere Vorschläge im Vorhinein an dieses Team übergeben. Also wir haben Challenges gesammelt und gesagt, das und das könnten wir uns für unsere Kollegen vorstellen, die ganze Organisation und den Ablauf und was möglich ist, erarbeitet unser Team und kurz vor Showbeginn verraten Sie uns dann, welche Challenge es geworden ist. Da sind wir dann schon gespannt. Heute, zum Abschluss, haben wir gerade angesprochen, man kann euch auch besuchen, wie läuft das ab? Also ganz wichtig, 3G, das ist eigentlich das Einzige, was für euch wichtig ist, bevor ihr zu uns ins Medienhaus kommt, zu Rosmedia in Schwarzach. Wir sind wirklich von Samstag in der Früh, 6 Uhr, bis Ostermontag, 18 Uhr hier. Ihr könnt, egal ob in der Früh, zum Mittag, Nachmittag, in der Nacht, die Türen sind offen. Und man kann uns natürlich auch vor Ort die Challenges finden, zum Teil auch woanders statt. Also irgendwo im Ländle. Mich hat es letztes Jahr zum Beispiel getroffen mit meiner Flugangst, hat man mich einfach beinhart in einen Helikopter gesteckt, von Wucher-Helikopter. Und dann sind sie schon so am Zaun gestanden und haben gesagt, Sandra, du schaffst es. Es war so cool. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn er da von überall her einfach dazu kommt und ja, das Spektakel miterleben, das ist wirklich was sehr Einzigartiges im Ländle. Über dir, was, du bist ja ein wilder Hund, oder machst du im Prinzip alles? Ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich einfach die gemeinsten Challenges gehe. Letztes Jahr der Wien-Simulator. Aber ich mache alles. Ja, aber das kommt davor, wenn man sich so wie aus dem Fenster hängt und sagt, ja, Kinder kriegen. Also es gibt nichts, wo ich sage, das mache ich nicht oder da habe ich Angst. Oder so. Also ich bin gespannt, das wäre zum Beispiel wirklich eine Challenge, oder? Was? Ja, irgendeine Challenge mir geben, wo ich sage, das mache ich nicht. Ja, was ist da mit deinem Bohrrad? Verrat unseren Also eins mache ich garantiert nicht. Ihr kennt bestimmt Bohrrad, Marc, du auch? Genau. Also mit einem Bohrrad-Kostüm, also im String-Tanga, über den Dornbirner Marktplatz laufen zum Beispiel, das darf ich nicht machen. Also das ist wirklich eins, ich würde mich in Grund und Boden genieren. Das glaube ich, da hätte ich es mehr. Es bleibt spannend. Also Flugangst, das haben wir jetzt in dem Fall, das wissen wir jetzt und das wirst du in dem Fall vermutlich jetzt nicht nochmal kriegen. Glaubst du, was für Gemeinheiten wird man sich überlegen? Also die Erfahrung seht, es wird von Jahr zu Jahr härter. Ich meine, letztes Jahr, das mit dem Hubschrauber war für mich richtig hart, aber es hat ja noch so Sachen gegeben wie, finde die Nadel im Heuhaufen. Hat man denn wirklich in unser Sitzungszimmer so wirklich ein
weiß ich, wie viel Heu das war, jedenfalls unendlich viel. Und dann hat es so, du hast jetzt 8 Stunden Zeit, diese Nadel da zu finden. Keine Chance. Mhm. Die Leute in den Kar haben Magnete Mitte der Nacht gebracht, weißt, damit wir da einfach irgendwie noch einen Hauch von Chance haben. Aber, ja, ganz toll für Allergiker. Also deswegen ja, haben die Sandra einfach ins Zimmer reingeschickt. Und ja, danke, ja, dass die da geopfert hast. Ja, stimmt, da bist du am Ende mit der Welt. Aber ich muss sagen, wo ich passen würde, wäre ganz klar Insekten essen. Also à la Dschungelcamp, das wäre etwas. Eiweiß, lecker. Wow, so, warst du gut? Du fällt das Fitnesskanone sofort, oder? Also du wirst wahrscheinlich Proteine und so. Wir haben mal einen Studiogast gehabt, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, eine Insektendame. Ja. Und ich habe es geliebt. Du, es gibt Insektenburger, Mehlwürmer. Also ich habe die wirklich gegessen wie ein Anser. Ja. Sandra, zum Abschluss noch. Du hast gesagt, man kann herkommen. Ja. Kann man wo sonst zuschauen? Es gibt ja bei euch auch Visual Radio. Richtig. Wird das so dort aktiv sein? Genau. Wir sind zu bestimmten Uhrzeiten auf Ländle TV zum Sender. Wir sind natürlich rund um die Uhr über unsere 4 HD-Kameras im Studio zum Sender. Wir werden Social Media abdecken. Wir werden live gehen auf Facebook, auf Instagram. Das erfahren wir immer vorne zu in der Sendung. Wenn was Cooles passiert, nehmen wir euch natürlich visuell mit. Und wie gesagt, die Türen stehen immer offen für euch, wenn er direkt vor Ort mit dabei sein möchte. Dann sagen wir ja, viele sollen vorbeikommen. Wir hoffen, dass du jetzt nicht allzu gemeine Challenges kriegst. Und Feite, der hebt das aus, das packt man. Also der Countdown beginnt am Samstag um 6 Uhr. Genau. In dem für euch, da können wir nur allen sagen, Antenne Vorarlberg geschalten oder Visual Radio. Oder vorbeikommen. Oder vorbeikommen, noch viel besser. Dann sind da die zweimal in voller Pracht. In voller Pracht, in voller 1,54 Pracht, genau. Und für euch geht es bitte gleich mal, glaube ich, ins Bett, jawohl, oder? Jawohl. Du bist eher so die, sagen wir so, die Frühschlafengärin, gell? Ich gehe mit der Tochter um 7:15 sind wir. Ja, ich schaue meistens noch Fußball, wenn ist, und dann 10:30 geht dann auch schlafen. Also Schlaf wird überbewertet. Schlaf, werden manche Wissenschaftler was anderes sagen, aber man sieht dir auf jeden Fall noch nichts an. Wir bedanken uns fürs Vorbeikommen und viel Erfolg mit eurer Aktion. Wir sehen wieder eine ganz tolle Geschichte, Antenne Rostedt, Challenges und alles. Vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute. Gell? Danke dir. Bis zum Mal. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. In dem Fall nicht vergessen, am Wochenende Antenne Vorarlberg einschalten oder einfach hier vorbeikommen. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und bleiben Sie gesund.